In 45 Minuten öffnet die NAB. Der erste Tag beginnt. Ich wollte euch aber noch erzählen, was ich gestern Abend gemacht habe. Und zwar kennt ihr doch alle bestimmt die Sphere. Das ist diese runde Kugel mitten in Las Vegas. Wikipedia sagt ja, es ist eine kugelförmige Mehrzweckhalle. Aber ich finde, es ist noch so viel mehr. Denn sie hat einen Durchmesser von 157 Metern. Und das ergibt dann eine Außenfläche von über 81.000 Quadratmetern. Von diesen 81.000 Quadratmetern sind 54.000 Quadratmeter LED-Fläche. Und die wiederum besteht aus 57,6 Millionen einzelnen kleinen LEDs. Und die wiederum ergeben zusammen 1,2 Millionen Bildpunkte. Und wenn man nah rangeht, sieht man das auch. Dann sieht man, dass die LEDs im Kreis angeordnet sind und so einen Bildpunkt ergeben. Zwischen den Bildpunkten ist, finde ich, ganz schön viel Platz. Das stört aber gar nicht, denn wenn man weiter weggeht, erscheint einem das Ganze doch wieder als ein großes Bild. Was richtig cool ist, ist der VIP-Zugang, denn man muss sich nicht in die Schlange stellen, sondern da ist man ratzfatz drin. Und innen ist es nämlich auch nochmal cool. Es ist auch so, dass wenn man die Show um 19 Uhr gebucht hat, dass die erst um 20 Uhr losgeht. Und in dieser einen Stunde kann man verschiedene KI-Themen ausprobieren. Zum Beispiel kann man sich mit der KI unterhalten und die erkennt einen auch richtig. Also die fragt dann so Sachen wie, wer ist das da neben dir? Deine Frau oder deine Geliebte? Oder du kannst so ganz zielgerichteten Ton ausprobieren. Also da erzählt dir dieser Roboter, wo du dich hinstellst und was du dann an der Stelle hörst. Und wenn du nur ein paar Meter weiter gehst, hörst du eine ganz andere Sprache plötzlich. Und es funktioniert schon gut. Ich bin das mal abgelaufen. Dazwischen hört man natürlich absolutes Chaos, weil man dann alles hört. Aber wenn man dann wieder an dem nächsten Punkt angekommen ist, hört man dann auch wirklich nur die eine Sprache. Das funktioniert gut. Man kann sich dann noch scannen lassen. Und natürlich gibt es Essen und Trinken. Und um 20 Uhr geht es dann rein in den großen Kinosaal, der dann wiederum auch nochmal wieder eine Fläche von 15.000 Quadratmetern LED hat. Und die haben eine Auflösung von insgesamt 16K. Damit ist es die größte LED-Fläche, die es momentan irgendwo gibt. Ich habe als Film gesehen Postcards from the Earth. Der Film ist auf jeden Fall beeindruckend und ich werde mir auch anschauen, mit welcher Kamera das gedreht wurde. Trotzdem, die Geschichte ist so, ich will jetzt nicht spoilern, aber es geht natürlich darum, dass wir den Planeten zerstören. Das wirkt hier in Las Vegas irgendwie ein bisschen komisch. Mein Kollege Tope würde jetzt noch eins fragen. Was hat der ganze Bums gekostet? Und der ganze Bums hat 2,3 Milliarden US-Dollar gekostet. Das ist ganz schön viel Geld. Und wenn man bedenkt, dass das ja auch im Unterhalt nicht ganz günstig sein wird, was ist, wenn da mal so ein kleines LED-Birnchen kaputt ist? Oder der Strom, den das Ding braucht? Auch die Filme werden jetzt nicht so günstig sein. Also das ist schon ein riesen Ding. Ich glaube, da hat irgendjemand eine Vision gehabt und er hat es echt geschafft, die umzusetzen. Das ist schon echt beeindruckend. Ich finde, wenn man hier ist, muss man sich es auf jeden Fall anschauen. Und dabei muss man gar nicht unbedingt reingehen. Das ist natürlich cool und sehr beeindruckend. Aber am beeindruckendsten fand ich die Sphere von außen. Und das kann man vollkommen kostenlos sehen. Jetzt muss ich parken. Wir sehen uns dann heute Abend wieder oder bei euch morgen früh, glaube ich, dann mit den Highlights von der NAB. Und ich hoffe, ihr abonniert und liken und ihr wisst ja. Bis nachher. Ciao.